Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Heute gibt es Informationen über einen Modern Warfare 4 Leak und was ich davon so halte, aber nicht nur das wird heute kommen, sondern es werden noch verschiedene andere Sachen geben. Das ist ein etwas auch nostalgisches Video, wie ihr vielleicht auch am Gameplay im Hintergrund seht. Ich werde euch gleich alles erzählen. Ich mache zurzeit ein bisschen Videos auch ja, für die Oldschool-Hasen mit Leuten, die ihr von früher noch kennt, auch wenn mal ein bisschen Fortnite dabei ist. Ich habe gesehen, dass es bei euch mega gut ankommt. Vielen Dank dafür. Also heute gibt es ein paar Informationen über das COD für dieses Jahr, Freunde. Bevor das Video losgeht, eine kurze Information. Und zwar seht ihr vielleicht hier diese, ja, die ich hier gerade über mir gebaut habe, diese Level-Up-Pyramide. Bis Montag 23.59 Uhr könnt ihr über den Code SCORPION2 Level-Up versandkostenfrei bestellen. Also guckt doch mal auf die Seite vorbei, Link ist in der Beschreibung und checkt da was ab. Gebt Code SCORPION2 ein, versandkostenfrei, Easter, Freunde. Und ja, guckt mal vorbei, Freunde, da könnt ihr noch ein bisschen was sparen. 5% sind auch noch dabei. So, Freunde, ja, herzlich willkommen. Ich habe bei der Recherche für das Gameplay im Hintergrund sind mir 4 Sachen aufgefallen. Erstens habe ich in MW3, ich habe extra ein MW3 Gameplay genommen, macht ja auch Sinn, weil es ja jetzt um MW4 geht. Oder wir wissen noch nicht genau, ob es MW4 am Ende heißen wird, aber wir vermuten es einfach mal. Ich habe in MW3 erstens niemals ein wirklich krasses Gameplay erspielt, ist mir so aufgefallen. Also es war niemals so das krasseste Banger-Gameplay. Ich glaube, ich hatte nicht eine Double-Morp in meinem Leben, tatsächlich. Ich glaube, habe ich nicht gehabt. Das erste Gameplay ist auf jeden Fall ein 73 Kill, glaube ich, TDM. Das war damals für Can You Beat This von Commander Krieger. Das Gameplay ist wirklich fast 7 Jahre her. Also das ist wirklich unglaublich, fast 7 Jahre. Also wirklich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das selber ausspreche. Das ist zu krass. Da habe ich, da war die Challenge, über 70 Kills in TDM zu machen. Das war hier mit einer Challenge verbunden, wo ich natürlich Teammates gebraucht habe, sonst wäre das Ganze nicht gegangen. Boah, damals habe ich so geschrien, wir haben, glaube ich, 20 Versuche gebraucht, bis ich es dann endlich im Kasten hatte, Freunde, weil ich war damals kein guter Spieler. Und wenn das Gameplay vorbei ist und ich immer noch reden sollte, kommt auf jeden Fall noch eine FFA-Morb dahinter. Genau. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, das ist auch sehr interessant, ich habe so viele Videos auf Scorpion Plays hochgeladen, dass ich teilweise Videos einfach nicht erkenne, wenn ich sie sehe. Also früher war das ja so, ich hatte noch relativ wenig Videos, da konnte ich bei jedem Video alles sagen, jetzt ist das komplett verschwommen. Da sind Videos, an die kann ich mich zu keiner Sekunde erinnern, das finde ich so geil, weil irgendwann werde ich den Tag nehmen und mir einfach alle Videos reinziehen. Ja, das wird auch einfach schön, Freunde. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass einfach MW, also wenn ich Modern Warfare eingebe, um das Gameplay herzusuchen, auf meinem Hauptkanal vor allem, das sind einfach die ältesten Zeiten auf dem Kanal und da erzähle ich so über meine Träume und Wünsche auf YouTube. Wünsche, dass ich 1000 Abonnenten irgendwann mal haben werde und so. Das ist einfach ein krasses Gefühl, jetzt 2019 da zu sitzen und ja, zurückzublicken, was man sich alles tatsächlich aufgebaut hat, Freunde. Ist schon der absolute Wahnsinn und ja, Freunde, deswegen habe ich mir jetzt dieses Gameplay ausgesucht und die vierte Sache, die ich sagen wollte, habe ich, glaube ich, vergessen. Das war es wieder komplett. Aber auf jeden Fall krass, Freunde, auf jeden Fall krass, wie viele Videos ich schon gemacht habe, es fällt mir immer wieder auf. Auf jeden Fall habe ich dieses Gameplay rausgesucht, weil es halt eben damals für eine Challenge war, für Kriegers Kanal. Leider habe ich die Challenge damals nicht gewonnen. Krieger hat das Video aber trotzdem dann 3 Jahre später, wo ich bei ihm zu Hause manchmal gechillt habe, wo ich in Düsseldorf gewohnt habe, hat das dann trotzdem irgendwann hochgeladen, so als kleinen Gag, fand ich auf jeden Fall auch ganz witzig. Also habe ich damals Can You Beat This nicht gewonnen. So, jetzt kommen wir zum Thema und zwar gibt es bei Twitter einen Leak über Modern Warfare 4 und was da, also wenn auch nur die Hälfte von den Sachen stimmt, die da draufstehen, dann bin ich komplett Hype, Freunde. Dann ist der Hype dann doch wieder da, den ich mir eigentlich nicht vorgenommen habe, aber ja, wir müssen jetzt eigentlich auch bald die ersten Bilder mal bekommen für MW4. Es kann ja eigentlich nicht wahr sein, wir müssen auch eigentlich bald das erste Gameplay schon sehen, weil, Leute, guck mal auf dem Tacho, das ganze Ding wird ja schon wieder im, wahrscheinlich Oktober, vermute ich mal, released und deswegen, ja, Freunde. Also, ich lese euch ein paar Sachen vor, also ich übersetze sie euch, weil die Sache ist eigentlich auf Englisch und ja, also was, das soll irgendwie vor COD 4 spielen, das ist mir aber eigentlich egal so, weil mir ist die Kampagne sowieso egal, ich weiß nicht, Freunde, also Kampagne, die Hintergründe sind mir eigentlich ziemlich egal, Freunde. Die Specialist-Perks sollen zurückkommen, also das wäre zu heftig, Freunde, die Specialist-Perks, ihr wisst es, ihr seht es wahrscheinlich auch gleich im zweiten Gameplay, der Spezialisten-Bonus, wenn du halt die Specialist-Perks alle durch hast, dass du dann den Spezialisten-Bonus bekommst und alle Perks einfach hast. Habe ich was zwischen den Zähnen? Scheiß drauf, Freunde, wird nicht geschnitten. Ja. Die Tactical Nuke soll zurückkommen. Zu krass, Freunde. Habe ich hier irgendwas, Alter? Ich kriege gerade richtig Paranoia. Ja, jetzt höre ich auf. Also allein mit Specialist zu spielen, das ist ja wie auf Drogen zu spielen. Das ist der absolute Wahnsinn. Du hast alle Movement-Perks, die Waffen-Perks. Das macht einfach so unglaublich viel Spaß. Dann sollen die Streaks kill-based sein. Also keine Point-Streaks mehr, wie wir es seit BO2 haben, sondern wie das alte System. Alter, habe ich hier was?
Es fühlt sich so eklig an. Das alte System wie in Modern Warfare 3 soll zurückkehren. Das heißt, dass du halt für einen Kill eine Sache bekommst. Die Tactical Nuke soll zurückkommen, also die fucking Atombombe. Alter, wie krank wäre das denn, Mann? So wie ein MW3 mit einer Nuke. Also ich hoffe aber eher eine Moab. Aber hier steht Ends Game in TDM, FFA und Kill Confirmed. Also soll das Spiel auch wieder beenden, aber nicht in Herrschaft, okay? MW4 soll alle Waffen aus allen Modern Warfare-Teilen beinhalten. Wie krass wäre das? Ich würde mir auch einfach wünschen, da habe ich auch mit Haptic drüber gesprochen, dass sie das Spiel entweder günstiger oder Free-to-Play macht oder zumindest, dass alle Inhalte, die kommen, Free-to-Play sind und dass dann das Geld quasi über die Skins oder Waffenskins und so reingeholt wird. Das wäre auch okay für mich, aber dass einfach mal alle Waffen da sind zum Beispiel, da kommt auch gleich noch was zu. Pro-Perks sollen zurückkommen. Leute, Pro-Perks. Wer erinnert sich noch dran, wie geil es war, irgendwie Fingerfertigkeit so lange zu leveln, bis man Fingerfertigkeit Pro hatte und dass man dann sogar noch schneller reingeaimt hat und so. Das war so geil, Freunde. Es gibt einfach so geile Pro-Perks und es gab ja damals immer, ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch dran erinnert an Pro-Perks, aber es gab es auf jeden Fall. Genau, dann soll das Punktesystem aus BO1 zurückkommen, dass du die Waffen und so über diese Punkte freischaltest. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, das fand ich jetzt nicht so krass. Ich glaube, du konntest die Sachen dadurch etwas früher freischalten und so, das war eigentlich ganz nice. Genau, was haben wir hier noch? Genau, dann soll es neue Supply Drops geben, dass du halt garantiert etwas bekommst. Also, dass du zum Beispiel in 20 Supply Drops, die man glaube ich auch nicht dann kauft, sondern sich freispielt, dass du immer mindestens eine Waffe zum Beispiel hast oder so. Und jetzt pass auf: Terminal, High-Rise, Rust und Dome als Pre-Order-Maps. Boah, da träumt man schon. Da fängt man schon an zu träumen, Freunde. Aber dieses Ganze, die alten Sachen zurückbringen, ich frage mich, wann der Tag kommt, wo sich das wirklich mal lohnt und wo man nicht über Innovationen die neuen Verkäufe generiert, weil letztendlich ist es ja, COD geht es ja darum, viel zu verkaufen, logischerweise. Kein Battle Royale, kein Zombie, ja, kein Zombie ist natürlich schade, weil hin und wieder zockt man, wobei ich habe im BO4 nicht eine Runde gespielt, nur vor Release habe ich immer ein bisschen Solo-Zombie gespielt, weil man da nichts anderes spielen konnte, deswegen, naja. Und Battle Royale soll nicht kommen. Also laut dieser Liste zumindest, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich auch gut. Also müsste jetzt auch nicht unbedingt sein, wie viele Seiten sind das hier? Okay. Also da muss ich ehrlich sagen, Battle Royale muss nicht unbedingt sein. Genau. Kein Sliden und Dolphin Dive, sondern das klassische Modern Warfare Movement soll auf jeden Fall am Start sein, laut dieser Liste hier. Ja, müssen wir mal gucken, wie das ist. Sliden mag ich eigentlich und ich finde auch nicht, dass das Spiel irgendwie zerstört. Und hier steht auch noch so, wenn du auf deinem letzten Spielstand, das ist jetzt so ein Punkt, warum der Leak vielleicht auch nicht wahr sein könnte. Wie gesagt, das ist alles nicht bestätigte Information. Hier steht halt, wenn du Modern Warfare gespielt hast, dann bekommst du, oder COD4, dann bekommst du die AK-47 von Anfang an, sonst bekommst du die M40, wenn du MW2 gespielt hast, bekommst du die Intervention und Spaß 12, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn du MW3 gespielt hast, die ACR und MP7. Also das ist so das Einzige, was diesen Leak für mich etwas komisch macht, weil das würde ja mal bedeuten, dass die genau wissen, welche Waffe man will und ACR und MP7 zum Beispiel wäre natürlich der absolute Traum, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das wahr sein könnte. Aber ich bin auf jeden Fall, keine Ahnung, Freunde, ich bin einfach mal gespannt, Modern Warfare 4, also wie gesagt, ich hatte auch schon mit Haptic drüber geredet, Infinity Ward sind einfach mal wieder dran, ein gutes Spiel zu releasen. Es ist einfach Fakt, dass da mal wieder was Gutes kommen muss und wir warten da jetzt einfach schon seit 8 Jahren drauf. Und es wäre einfach so geil, also wenn ich weiß nicht, wer von euch alten Hasen, weil ich denke, wer bis hier zuhört, sind eher die alten Hasen, wer von euch schon seit MW3 zum Beispiel dabei war, oder, keine Ahnung, MW3 noch kennt. MW3 habe ich den Durchbruch auf YouTube nicht geschafft, zum Beispiel damals. Das war erst mit Black Ops 2 bei mir der Fall. Aber MW3 war einfach so eine Zeit, da war YouTube noch ganz anders. Da hat Isle of Cookies komplett dominiert mit seinen Moab-Gameplays und so weiter und so fort. Also, es war so eine andere Zeit und sich vorzustellen, dass es 7 Jahre her ist. Aber 7 Jahre sind einerseits eine sehr lange Zeit, andererseits aber auch nicht. Das heißt, die nächsten 7 Jahre werden wir locker auch noch eine geile Zeit zusammen haben, mindestens. Also das ist einfach ein so krasses Gefühl, Mann. Wir sind jetzt wahrscheinlich noch nicht mehr an der Hälfte angelangt meiner YouTube-Karriere. Und ihr seid schon so lange mit am Start. Und ja, freut ihr euch auf MW4? Habt ihr darauf Bock? Werdet ihr gehypt sein? Werdet ihr nicht gehypt sein? Also, Black Ops 4 ist für mich unterm Strich bis auf den ersten Monat leider enttäuschend gewesen. Habe ich schon angesprochen. Also die erste Zeit habe ich ja gesuchtet wie ein Gestörter. Aber irgendwas hat mir da gefehlt. Und ich mochte auch nicht... Ich habe da auch zu viele Videos rausgehauen, ich habe mir den Spaß vielleicht auch da zu schnell genommen. Ich bin ja so einer, am Anfang haue ich dann immer daily raus und merke dann später, okay, das war vielleicht too much. So wie ich jetzt gerade YouTube mache, kleiner Real Talk, so macht es mir auch einfach gerade am meisten Spaß, dass ich irgendwie
jeden Tag ein Video hochlade. Zum Beispiel gestern kam jetzt das Video von auf Scorpion Darts, kommt immer freitags und sonst wisst ihr ja, denke ich mal, mittlerweile, wie es funktioniert. Und wie gesagt, wenn die Sachen hier stimmen, dann habe ich so extrem Bock. Und hier steht auch One-Hit-Knife-System. Also stell mir vor, wir können ja die ganzen Sachen mal nur als Denkanstoß nehmen. Dann hättest du einfach ein Panic-Knifen wieder drin. Ich weiß noch genau, damals hatte ich eine Moab und dann hat es 2 Monate gedauert, bis ich die nächste Moab hatte. Und ich wurde vor der zweiten Moab, eins davor, wurde ich geknifed, gepanic-knifed, obwohl ich diese Weste anhatte. Damals hatte ich ein paar Leute, die mich supportet haben. Und dann weiß ich noch, habe ich an einem Abend trotzdem, obwohl ich da gemessert wurde, 4 Moabs gemacht. Und dann war sozusagen, das war der erste Abend, wo mein Gameplay-Knoten geplatzt ist. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann. In Black Ops 2 hat es auch ein bisschen wieder gedauert, bis der Knoten geplatzt ist. Aber dann ging es auf jeden Fall irgendwann. Und ja, Freunde, also Nostalgie und trotzdem was Neues. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, diese kleine Kombination. Ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like, da würde ich mich freuen über ein kostenloses Abonnement, damit ihr nichts mehr verpasst. Leute, wie gesagt, check mal Level Up ab. Level Up ab mit Code Scorpion 2 könnt ihr da einiges sparen, Freunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass ihr gehypt seid. Ich hoffe, dass ihr alle gemeinsam mit mir Bock habt auf Modern Warfare 4 und dass wir dann auf YouTube eine geile Zeit haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dass bald die ersten Videos und so kommen, Alter. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.